Moin, meine Geinschnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler. Heute mit 6. Wie fröhlich er ist. Ja, noch, Jay ist Hitler. Noch. In heute Rolle. Mit 6 Pseudofaschisten. Dalu, Peter, Sepp, Mikkel und Dadosch. Und endlich wieder Secret Hitler. Ja, es ist. Seine zurück. Stimme ist bei Dadosch hochgegangen. Die beiden sind zusammen Dadosch. In einem Team. Ich schaffe dir das nochmal. Mein Fascho-Kollege. Mit einer hohen Stimme vorgestellt. Deswegen. Können wir ja mal würfeln, wer gewinnt. Wer gewinnt? Ach so, ui. Gewinnt. Okay, Spiel ist vorbei. Sepp gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Gigi. Sepp kann seine Karte zeigen. Nice. Hat, lass easy Klatsch. Das heißt, ich bin der Letzte. Das ist ja schon wieder belastend. Ach, nee, Peter. Warte. Ich hab dich. Nee, eigentlich bin ich direkt am Arsch. Teaming. Direkt-Teaming. Okay, vielleicht will ich das gar nicht. Jetzt bin ich gerade. Hä, warte mal, gerade hast du dich beschwert, dass du jetzt. Ja, ich will aber lieber der Präsident hier. Als der Kanzler. Ja, let's go. Ja, du bist aber erst in 6 Runden Präsident. Nee, in 5. Alles, was Sepp sagt, finde ich gut. Ich glaube, ihr legt was Blaues. Ich glaube auch. Peter muss noch wählen. Ja, ich bin am Überlegen gerade noch. Deine Stimme jetzt zählt nicht, Peter, ist eh egal. Ich glaube, da hast du recht. Okay, Peter. Aber dementsprechend habe ich Peter mich dann in der ersten Runde eine rote legen, Peter, ist doch vollkommen liberal. In Ordnung. Also gut. Hau rein da. Finde also, ich gut. Ich will aber nicht. Wir sollten vielleicht sagen, dass es nur einen Faschisten und einen Hitler gibt, ne? Stimmt. Ja, sehr gut, Mikkel. Ja, danke. Weil wir 6 Leute sind. Gibt es da nicht 2 Faschisten, aber einen Hitler? Ja, also. Oh, Dalu, vielen Dank. Danke. Kein Problem. Ja. Hitler war Faschist? Wait. Er hat gerne Hackfleisch gegessen, habe ich doch herausgefunden letztens. Gebäm! Ja, nice. Gebäm! Ja, ich freu mich für die Allgemeinheit, aber ich bedauere, dass wir 2 Blaue weglegen mussten. Als ob du 3 gezogen hast. Ich habe 3 Blaue gezogen. Nein. Holy shit, ey. Also ich kann zumindest bestätigen, dass ich 2 hatte. Ja. Mikkel, wir voten die Runde nicht nach hinten, habe ich gehört. Ne? Also nach vorne. Wir müssen jetzt schnell mischen, damit das bringt wir hier ja richtig viel. Okay, Freifahrtschein. Und Sepp und Peter könnten auch die Faschos sein. Sehr gut, schön. Mikkel. Genau so wird es gespielt. Wir haben eine Frage in die Gruppe. Bitte mal eben kurz zuhören. Ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt, ich bin ja liberal und ich habe kurz darüber nachgedacht zu sagen, dass ich nur 2 Blaue gezogen habe, um nachher irgendwann zu revealen, dass wenn es nicht aufgeht, hätte das Sinn gemacht? Das ist eine gute Idee, mach das jetzt noch. Sepp, was hattest du gezogen? Kommt halt drauf an, wie gut die anderen Faschisten sind, wenn du ein Liberaler wirklich bist. Das hätte doch keiner, das hätte uns alle verwirrt hier. Ja, ne, das habe ich auch gedacht, dann lieber mit offene Karte. Ich sehe den Vorteil nicht, als Liberaler Mikkel, zu lügen, ehrlich gesagt. Warum möchtest du eigentlich mich zum Kanzler machen? Ey, ich glaube, es hat viel Potenzial für der Gedankengang selbst hier reinreicht. Aber wenn du lügst, dann lügt der Fascho ja am Ende auch. Dann müssen die Liberalen sich entscheiden, wem sie glauben. Ja. Und entweder bin ich wieder bei Dalu oder wir sind Gewinner. Ja. Ich möchte mal kurz sagen, dass Mikkel hier unsere Regel nicht beachtet hat. Ja, nee, ich will auch nicht. Weißt du, Mikkel wird mich jetzt da in die Roten rumpeln. Das ist aber echt schade jetzt. Ich habe an den Verlauf des Videos gedacht und ich dachte, wir müssen Jay frühzeitig einbinden. Ja, danke, find das ich ist auch. Sehr nett von dir. Ja, genau, Mikkel Gaming ist verboten, Alter. Der Meinung bin ich auch eindeutig. Also ich finde es gut, dass Jay jetzt eine Chance hat, eine Blaue zu legen. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall eine Blaue legen. Ich tue auch alles dafür. Für den also, Demokratie sagt verdammte Scheiße. So, also ich habe leider ich erwarte ich viel Jay, ja. Was gesagt, ich habe leider AFK Brain AFK einfach ja gelegt. Und du darfst bei Secret Hitler niemals irgendwas Brain AFK machen. Ja, aber die ersten Runden vor allen Dingen nicht reden. Also die ersten Runden spricht doch nichts dagegen ja zu wählen. Ja, doch, das fand ich fishy jetzt schon alles. Ja, das fand Mickey ich steht auf auch meiner fishy. Liste. Ja, hey, guck mal, dann weißt du, Jay macht das jetzt. Aber ich habe von Mikkel nicht so einen Move erwartet, also. Was für ein Move? Was, das war jetzt schon Fisch, jemanden außerhalb der Reihe zu sehen. Like Jagger, ja. Ja, hier keine Kommentare von den Leuten, die die Karten haben, bitte. Ja, bitte da jetzt. Ich habe jetzt schon was rausgehört. Ah, Mist, wir sind leider rot, hat er schon gelb, gesagt. Grün. Aber er hat eine blaue weggelegt, so klang das nämlich. Ist es rot. Aber ich muss sagen, er hat ganz schön lange drüber nachgedacht, dafür, dass er 2 rote hat. Ja, ich habe überlegt, ob ich die blaue nehme oder ob ich die rote nehme. Mikkel frontet ihn, Mikkel ist safe Fascho. Ach, du bist das, okay. Ich habe 3 rote gezogen, wenig überraschend. Ne? Also, ich hatte aber eine blaue. Wenig überraschend. Sepp hat gelogen. Und dann legst du eine rote?
klauen. Ja, ja. Sepp hatte eine rote weggelegt, jetzt haben wir euch. Das ist doch schon wieder alles scheiße. Ich hab Nein gemacht, weißt du, jetzt hasst ihr mich wieder alle. Nein, Jay, Mikkel ist ja doch, ist schon richtig. Mikkel ist der böse, Jay. Schon so gut, ey. Das Spiel ist schon jetzt verloren. Nur 5 Minuten gedauert, glaube ich. Ja, das Spiel ist wirklich lost. Peter kann wieder gewählt werden, ja, dadurch dann eine blaue gelegt. Ihr könnt mich nicht wählen, ich bin glücklich. Ich bin beides. Dadurch. Ja, also ich würde Peter wählen. Ultimate Power. Ich will nicht gewählt werden. Dado, ja, Dado hat ja, nimm Dado, den hat er noch gar nicht. Ich genau, kann drück den mal schön rote rein. Ich kann doch einfach mitvoten, weh doch Peter. Nee. Hier ist okay. Peter sein Teil dazu. Dado bei. Ist der Nächste, der auch Fascho ist, alles klar. Nee, jetzt, du hast auch gerade ein Ja bei mir gemacht, mein Freund, ja? Da musst du jetzt auch gezwungen deine roten Mann, legen. Peter war frei, der hat eine blaue gelegt. Ne? Ja. Spiel doch den Ball zu Peter. Tja, Dalu. Irgendwer muss die rote legen. Ich lege jetzt eine blaue. Das fände ich schön. Das wäre sexy. Da hätte ich jetzt nichts gegen. Außer Dalu zieht nochmal drei blaue. Da, er hat gar nicht überlegt. Ja, weil er drei blaue hat. Oder drei rote. Ja. Will man denn auch groß überlegen? Ach komm, fickt euch doch. Alter, das kannst du mir nicht erzählen, dass er zweimal hintereinander drei Rote hat, oder? Dadosch, waren da denn drei Rote? Ja, Dadosch. Oder waren da zwei Rote und eine blaue? Wollen wir das Pre-Meta-Gaming eigentlich noch erwähnen, was Mikkel am Anfang hatte, bevor das bevor die Aufnahme losging? Dass er Panik hatte, weil Peter seine Rolle gezeigt hat? Peter hat seine Rolle gezeigt? Hab ich nicht! Nein, hat er nicht. Aber Mikkel so, oh, ich hab schon Angst gekriegt, dass sie gezeigt wurde. Ja, klar, weil wir dann Peter hätten alles wieder einstellen müssen. Darf ich hier irgendwas machen? Nein, darf ich gar nicht. Darf ich hier. Ach so, das sollte man sich vielleicht vorher angucken, bevor man die blaue wegwirft. Dann muss Dadosch das bestätigen. Er hat die Wahl übrigens. Ach Mann, sag das doch nicht. Ich dachte, du bist der Kollege. Oh Gott, ich hasse Ene, alles. Ene, Mene, Miste. Gar nicht. Ich Finger nicht, ich fiste. Ene, Mene, Mac. Und du bist weg. Naja, also das Einzige, ich werde nicht Mikkel nochmal wählen. Nee, du hast mich jetzt ausgesucht. Nee, am Arsch. Du hast mich ausgesucht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Peter als Einziger eine blaue gelegt hat und deswegen sehr wahrscheinlich Hitler ist. Was ist das denn jetzt für Demokratie? Was denn? Ich bin, lass mich doch Ene, Mene, Miste hat nichts mit Demokratie zu tun. Sicher. Doch, da kann ich erst das ist Gesetz. So ein Ritus. Also, es gibt niemanden, der sich nicht an Ene, Mene, Miste gehalten hat in der Geschichte. Ich weiß ganz klar, wie mein Voting ausfallen wird. So was kann ich nicht unterstützen. Ich werd auf jeden Fall nicht nochmal dich nehmen, nachdem wir eine rote gelegt haben. Ich bekämpfe den Verfall der Demokratie. Damit instant, wenn wir nochmal eine rote legen sollten, weil jetzt einfach nochmal die Scheiße passiert, bin ich eh am Arsch. Das kann ich nicht. Wieso wählt ihr nicht? Wieso ist Peter denn immer dagegen? Für Peter. Immer ja, für weil Peter. Jane Rode gelegt hat. Ja, genau, ist klar. Was? Ich bin so am Arsch. Er ist jetzt auf. Ah, er ist. Ja, Jay ist fast schon mal hört in der Stimme. Okay. Ja. Boah, dann hat man einfach deine Stimme jetzt gehört. Weißt du, dieses quälende. Oh, wieso auch quälende? Ja. Geh du mal ein World-Spiel machen. Ohne mich aufzuregen. War eine gute Entscheidung, heute einfach nur reinzutrollen. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wir trollen alle gerade. Ja, guck mal, wie lustig es ist. Ich will vernünftig spielen. Jetzt gib mir eine blaue. Ja, als Hitler will man auch. I try. Peter, jetzt sind schon so viele blaue weg. Ich glaube, da kommt gar keine mehr. Das kann gar nicht sein. Da muss eine blaue jetzt bei sein, oder? Ja, aber Mikkel und Dadosch haben richtig hardcore verschwinden lassen. Wisst ihr? Alter! Das kann Alter! Nicht sein. Das kann nicht sein. Jay ist raus. Jay. Ja, ich bin raus, ich kleinen Ficker. Nein, natürlich, Peter. Du hast doch drei Rote. Peter, ich hab dir doch zwei blaue gegeben. Ja. Warum hast du denn ja, Moment, rote? Aber stopp, doch vergraben. Aber wenn wir jetzt mal runterrechnen, dreimal drei das Rote. Das kann jetzt nicht sein. Dreimal drei Rote. Das ist langsam schon sehr, sehr fishy. Also wir haben mindestens einer von Mikkel, Dadosch oder Jay ist. Ich ziehe daraus meine. Ich ziehe meine Schlüsse daraus. Jay, du bist genauso drin. Aber Jay, ich weiß, aber ich ziehe trotzdem meine Schlüsse daraus. Was soll ich denn sagen? Für Jay, Dadosch oder Mikkel, wenn einer von den Liberalen ist, ist es die super Position, weil dann wissen sie, dass einer von den anderen dann beiden ich ja Fascho ist. Das stimmt. Ich bin einfach gerade absoluter Mittelstürmer. Es ist einfach, was darf ich denn jetzt sagen? Da ist einfach ein Liberaler und zwei Faschos und alle sagen, ich habe eine gute Position. Ja, gut.
neue ich Sache. Erstmal hier. Guck darf mal, das der aktive Präsident oder ja, der als nächstes gewählt wird? Der gerade die rote Karte gelegt hat. Oh, deswegen habe ich sie noch extra Moment, gelegt. Das war doch aber Peter. Ich bin der Präsident. Ja, okay, Peter ist nur der Lappenkanzler. Doch, jetzt hat der ich darf zwei Boni. Boah, der redet schon faschistisch. So, Jay, wie viele rote sind denn da? Huiuiui. Schon wieder drei. Ich sag mal lieber nix. Hä, wieso? Dadosch, nee, soll ich was sagen? Jay, wen von Mikkel oder Dadosch würdest du jetzt lieber wählen, hä? Sollte ich was sagen oder soll ich nix sagen? Naja, wenn eine Blaue dabei ist, solltest du was auf jeden Fall sagen, damit der nächste Präsident den Druck hat, die Blaue zu nehmen. Genau, dann kann er nicht schummeln, dann kriegen wir eine Blaue. Vor allem finde ich viel besser, wir könnten sogar skippen und die Blaue forcen, wenn die oben liegt. Ja, aber dann kriegen wir danach, was, wenn da eine Blaue und zwei Rote liegen, dann kriegen wir, ja, aber dann ist, ja, dann wissen wir danach wieder, aber wenn er, ja, aber dann haben wir safe eine Blaue, aber ohne Info. Ja, aber was ist, wenn er jetzt zwei Blaue und eine Rote war? Ja, das soll er, aber kann er das nicht einfach sagen? Ja, soll er ja. Ja, ich kann gerne sagen. Ja, sag mal. Erzähl. Drei Rote. Das kann ja, nicht sein! Ja, komm, als ob. Jay ist 100% Faschist, Junge! Fuck you all! Fuck you! Wenn da, was, also. Wie viele Blaue sind in dem Stapel drin? Fünf, richtig? Sechs. 1, 2, 3, 4, 5 und eine mehr. Ja, so, wir haben jetzt schon 9. Sind weg. Angeblich hatten Runde. Wir 9 Rote. Und jetzt kommen noch mal 3, also 12 Rote. Das heißt, da liegen dann noch 2. Ganz unten das kann nicht sein. Ja, das kann halt so einfach nicht sein. Okay, pass auf. Die einzige Lösung ist dann, dass Mikkel und Jay zusammen Fascho sind. Er hatte 2 Blaue und eine Rote, die ihn wahrgelassen hatten. Okay, und die callen 3 Rote. Ich hatte safe 3 Rote. Sepp hat keinen Grund zu lügen. Er kann keine Rote, also er hätte eine Rote verschwinden lassen können. Macht keinen Sinn. Das wäre dumm. Also 3 Blaue, ich hatte 3 Rote. Und Mikkel und Jay Rote. Spielen mit zusammen. Wem? Warte mal. Also du sagst, Mikkel und Jay können 2 Blaue weggemacht haben. Deswegen habe ich auch Mikkel gerade nochmal gewählt. Ja, ich könnte es auch rein. Mit wem? Du warst mit Peter, ne? Dadosch? Ich war mit... Wen hast du gewählt? Dadosch hatte mich gewählt. Ach, genau, mit Dalu. Also Dadosch und Dalu haben 2 Blaue weggemacht oder Mikkel und Jay. Nie, aber Jay und Peter mal, auch, oder? Aber pass auf, es muss doch nicht mal sein, dass 2 weg sind. Was ist, wenn... Dadosch eine weggelegt hat oder Mikkel eine weggelegt und Jay. Also wenn da 2 von denen eine Blaue weggelegt haben. Ja, klar, das dann geht. Ja, das geht das auch. Gehen, aber aus meiner das Position geht das halt nicht. Deswegen sag ich das halt, klar, wie ich das denke. Klar, natürlich auch aus deiner Sicht also das gehen, weil Mikkel und Jay eine weggelegt haben können. Genau, jeder aus eine, Mikkel. Das wird auch... Theoretisch könnten auch Dadosch und Dalu 2 Blaue. Achso, klar, ja, klar, Mikkel und Jay, ja, klar. Das ist richtig, Mikkel. Ja, ja. Das geht es auch. Gibt noch eine andere Option, Leute. Und zwar, Jay lügt und weiß, Dalu wird als nächstes Präsi und der wird die Blaue verschwinden lassen. Lass mal bitte, lass mal bitte skippen bis zu mir. Ich möchte einmal und ich gucke, ob das 3 Rote sind. Hey, aber warum? Weil du 3 Blaue hattest. Also kannst du gerne machen. Auf jeden Fall, also wir haben doch schon rausgefunden, es müssen 2 Faschos schon revealed sein, also dran gewesen sein nach mir. Ja gut, du warst alles andere dir. Macht doch gar keinen Sinn. Nur wenn du wirklich 3 Blaue gezogen hast. Ja, aber das ist doch... Naja, Moment, Peter. Aber warum sollte, warum sollte er lügen und eine Rote weggelegt haben? Ja, echt? Wie dumm ist das denn? Ja, also ich hab 8 Blaue. 3 Blaue. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, da gibt wirklich keinen Sinn. Ich möchte noch einmal darauf... Ich finde das mit Skippen auch gut. Okay, können wir machen. Also wir können aber ich möchte Jay trotzdem vorher noch hören. Ich bin fürs Skippen. Ja, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht Hitler wählen dürfen. Na, nur mal einfach so zur Info. Ab jeder Runde... Nee, ab jetzt. Ja, ab jetzt. Also ja, okay, ab ja, aber ab da an hat der gewonnen. Schnellstes Spiel Secret Hitler aller Zeiten. Wenn Sepp Hitler wäre. Also ich möchte. Nee. Also Sepp müsste ja dann. Also, wer weiß, wenn Sepp als Kanzler wählt. Ich möchte das nur einmal sagen. Ja, dann wahrscheinlich Jay wählen. Aber wir können gerne Nein machen. Ja, na klar. Ich bin. Also wie gesagt, wenn das jetzt. Warum auch immer ich der Fascho bin. Wenn wir jetzt wirklich auf wieder Wahrscheinlichkeit sehen, was du bei Secret Hitler absolut nicht machen kannst, weil es Käse ist, Sepp wird nicht gelogen haben, weil es Quatsch wäre zu lügen. Also das Einzige, wo die Lüge Sinn gemacht, nicht mal dann, wenn. Also Peter hätte ja sehen können, dass es nicht 2 Blaue sind. Das heißt, Sepp hat auf jeden Fall die Wahrheit gesagt. Er würde aber auch die Wahrheit sagen, wenn er Fascho ist, weil es ja kannst ja nichts machen. So, aber danach sind ja so viele Blaue verschwunden, dass das ja gar nicht sein kann, weil es gibt nur 2 Faschos. Das ist richtig. So, und deswegen müssen die meisten Blauen in dieser Ecke hier verschwunden sein. Genau. So,
Was ja auch bis dato aber nicht anders ging. Es kann aber trotzdem die meisten Blauen sind in der Ecke verschwunden, weil zwei Blaue hier verschwunden sind. Jay, das ist total. Ja, aber das, das, sind, aber das ist mit Peter okay. Trotzdem nur lustig auch sein. Noch der Counterpart sein, weil die ja gewählt wurden. Hat Sepp drüber nachgedacht, uns anzulügen, um es später zu revealen und alle abzufacken. Möchte okay, Mikkel ist Fascho, weil das ist nämlich absoluter Bullshit. Ich habe einfach nur darüber geredet. Genau, er hat nur gefragt, ob er Sinn machen würde, das zu tun. Also ich würde ziemlich riskant finden, den Counterpart zu wählen bei einer 4 gegen 2 Situation, denn wenn irgendwo eine Runde durchgeht und auf einmal ist so sowas nochmal, was ihr hattet, kommt nochmal raus, dann sind beide raus. Vielleicht, ich weiß nicht, was du meinst. Wenn vielleicht viel Infos ans Licht kommen, dann fliegen die beiden raus, die halt am wahrscheinlichsten gelogen haben und dann ist das Ende. Also, aber mach erstmal Jay. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wenn Mikkel und ich beide Faschos sind, ich gerade Mikkel nicht als Kanzler gewählt habe, obwohl der Zufall es gesagt hat, weil ich nicht wollte, dass wir nochmal gewählt werden. Oder weil er das Schild nicht haben soll mit Previous Elected und jetzt ist wichtig. Also ja, dann hätte ich doch jetzt gesagt, dann wählt Mikkel zum Kanzler. Ja, aber wäre vielleicht auffällig, wenn vielleicht das zwei von drei böse sind. Nee, das ist in meinen Augen aber kein Also ich möchte einmal sagen, dass... Aber lass uns das doch erstmal absolut irrelevant machen. Lass uns doch erstmal Sepp wählen. Beide Faschos sind. Ja. Das Ding ist nur, also sonst hätte ich anders gespielt. Also ich weiß, der Fascho bin. Jay, ich weiß sogar, dass wir nicht beide Fascho sind. Kann ich dir sagen? Ja, weil du es weißt. Ja. Macht es vielleicht sogar mehr Sinn, jemandem, also Dalu oder Peter, den Präsi zu geben und mich als Kanzler zu wählen, damit wir nicht Hitler erwischen? Oder? Aber du kannst doch auch Hitler sein! Hä, nein. Also, warum kann ich denn doch nicht, Jonathan? Wir haben doch gerade rausgefunden, ich bin liberal und zwei andere Faschos. Ja, Was war das denn jetzt? Doch gar nicht so viele Blaue verschwunden, wenn nur Hältst ein anderer weiterer Fascho wäre. Das wird doch gar nicht so sein. Doch, der hat Sepp recht. Nee. Das ist schon rechne doch mal nach. Es muss doch nur eine. Okay, pass auf. Wenn Sepp wirklich liberal ist, könnte eine Hitler-Fascho-Kombo schon zwei Blaue wieder verschwinden lassen. Ja, darum geht es doch die ganze Zeit, aber das ist ja das, was wir nicht ausrechnen können. Also, es besteht die Möglichkeit, dass Sepp böse ist. Sepp und Peter legen zwei Blaue weg, natürlich, weil sie mussten, wenn es drei waren. Das sind die beiden. Ja. So, das heißt, dann irgendwo hier wird mindestens eine verschwunden sein. Wäre die hier. Jetzt kommt, Jay, hier kommt eine Blaue. Das ist die. Und dann liegen da noch zwei. Die Chance, dass alles bis dato soweit stimmt, geht sowohl als auch, dass Sepp böse ist, als dass hier zwei böse sind, als dass hier einer und hier einer, hier einer und hier einer ist. Es ist alles noch drin. Wir können nichts sagen. Ist unwahrscheinlich. Ja, genau. Das mit Sepp wäre einfach unwahrscheinlich. Ja. Ich finde, Sepp ist der Liberalste aufgrund dessen, was bisher passiert ist. Genau. Aber geben wir ihm deswegen die Möglichkeit zu schießen oder geben wir ihm deswegen den Kanzler, weil er nicht Hitler ist oder unwahrscheinlicher Hitler ist? Dann würde ich ihn schießen lassen. Ja, ich würde ihn auch präsig. Aber dann kann das Spiel direkt vorbei sein, wenn wir dann Hitler werden. Ja, okay, aber genauso kann es so sein, wenn er Hitler ist und keine Wahl hatte. Du kannst es in dem Spiel doch nie sagen. Aber es ist auch wichtig, immer nur dass Jay jetzt schon gesagt hat, wir haben drei Rote. Wenn das wirklich wahr ist, dann würden wir im Zweifel wirklich einem Fascho die Möglichkeit geben, zu schießen. Also ich bin mir, wenn... Nein, wenn, du bist doch aber der Präsident. Du bist Präsident. Ja, na, es ist wenn er nicht der Präsident wäre. Genau, es ist ja Diskussion. Also Jay hat gesagt, hier kommen keine Blaue, hier kommen drei Rote. Ja, hab ich doch gesagt. Genau. Hier kommen drei Rote. Halt dann macht das vielleicht wirklich mehr Sinn, Präsident zu machen. Drei Rote, das heißt, da liegen noch zwei Blaue. Rein. Also muss nicht sein, aber da liegen noch zwei Blaue. Eine Blaue weg, zwei Blaue weg, da zwei. Ja, da muss eine Blaue. Wenn da wirklich zwei Blaue drunter sind, muss nur eine einzige verschwunden sein. Ja, wenn da wirklich zwei Blaue unten drunter liegen. Kann dann wären ganz oben drei Blaue und ganz unten zwei Blaue. Beim Mischen? So, was willst du? Ja, möglich ist das. Ja. Aber. Selbst sollte also Präsi werden. Selbst soll sich aussuchen. Und Mikkel erschießen. Mick soll sich aussuchen. Oh. Ja, okay. Nein. Komm, mach Warum wir. Denn mich und nicht Dados? Ich bin auch für Mick. Was? Los, ich bin jetzt Präsident. Warum? Ich wähle Mickel. Wir machen Nein. Ja. Nein. Wir machen Nein. Nein. Warum Nein? Wir machen Nein.
Warum ja? Das ist aber Scheiße. Wir hätten. Wer wird eigentlich der Kanzler? Moment, das hätten wir mal vorher. Warst du. Das hätten wir vielleicht mal vorher, bevor wir die Nines machen müssen. Das bleibt doch hier noch nicht. Nein, du bleibst bei ihm. Können wir ja jetzt noch. Aktuell habe ich ja noch hier nirgendwo. Ich ja nicht. Ja, okay, dann würde ich jetzt dann vorschlagen, das ab jetzt zu machen. Hä, warum lass du doch machen, wenn das nicht ist? Nee, wir wollen natürlich nicht alles forcen, wie die Faschos. Ja, aber Moment, wir können doch, wir sind doch in der maximalen Überzahl. Selbst wenn Sepp jetzt einfach sagt, ihr wollt, dass wir Mikkel wählen und Sepp wählt dadurch, dann wählen wir einfach nein. Wir sind doch 4 gegen 2. Nee, da kriegen wir auf jeden Fall eine rote. Hä? Die kriegen wir doch eh, oder nicht, wenn da drei sind? Hast du gesagt. Nein. Wenn das umgedreht wird, dann ist doch hier die Rechten. Da hat Jay recht. Moment, die ist jetzt ein weiter. Also es muss selbst durchgehen. Das ist richtig. Ja, es muss ja. Aber und ist doch egal, weil wir kriegen doch eh die Rote. Ja, genau, wir kriegen doch eh eine Rote. Ja, aber Jay argumentiert schon richtig. Wait, was passiert? Naja, wenn Sepp jetzt gleich einfach irgendwas nimmt, was der Tisch nicht möchte, dann ist nein, dann haben wir eine Rote. Jay war nicht. Ja, aber wenn der gewählt wird, haben wir auch eine Rote. Und dann darf Sepp wieder. Jay, war nicht die Regel, dass wenn keiner gewählt wird und die rote Karte geforst wird, dass dann nicht geschossen wird? Ja, dann wird nicht geschossen, das ist richtig. Ja, dann ist das doch egal. Dann ist es doch fast besser, wenn er was anderes macht, als wir wollen. Okay, wir gehen jetzt einfach die ganze Zeit so weiter, bis wir jetzt machen die ganze Zeit. Nein, darum aber im Verhältnis ist es, nehmen wir an, Sepp wird jetzt Präsi und wählt was wir nicht wollen. Dann wählen wir nein und es wird nicht geschossen. Okay. Win. Das heißt, wir diskutieren erst, wenn wir so spät sind, wenn es wieder zu spät ist. Okay, dann wir können auch jetzt schon spät, das ist doch voll egal, wir haben uns schon committed, dass wir skippen. Nee, das ist Demokratie. Ich beuge mich der Demokratie. Nee, ich gebe den Kanzler jetzt hier nicht ab, bevor wir nicht sagen, wen Sepp wählen soll. Okay, können wir machen. Ich bin verwirrt. Sepp, wen willst du wählen? Also bei Mikkel habe ich jetzt so ein bisschen Sass. Aber das ist eher so ein Gefühl. Ich kann das sowieso nicht proven. Mikkel, Dadosch und Jay. Da sind halt mindestens einer Mikkel, von denen Dadosch ist halt und ich Fascho. Kannst du wählen. Nicht Jay. Gut, wenn mindestens einer von denen Fascho ist, dann ist mindestens auch einer vielleicht Fascho von eurer Seite. Da und Peter können Fascho sein, aber dann müsste in einer Runde wirklich 2 blaue gezogen worden sein und 2 blaue dann bei der Combo verschwunden sein. Also das heißt, ist halt ein bisschen unwahrscheinlicher wie Mikkel, Dadosch oder Jay. Ja, weißt du, warum das am unwahrscheinlichsten ist? Es ist doch ein Fascho und ein Hitler. Genau. Ja, das heißt, nur der Fascho weiß, wer Hitler ist. Stimmt, ja. Und dann kann doch der Hitler nicht einfach die zweite blaue weglegen, stimmt, in der Hoffnung, dass der andere der Böse ist. Also das ist Quatsch. Jo, das ist richtig. Aber Dadosch könnte also dann Hitler schon sein. Echt gutes nee, warte mal. Dadosch könnte Oh, warte mal, jetzt Dadosch könnte Also es Fascho werden nicht sein. 2 blaue in einer Runde verschwunden sein. Es müssen 2 blaue beim Abgeben weggegangen sein. Da bin ich bei dir. Die Wahrscheinlichkeit dass Hitler ist sehr gering, Dalu, aber es kann sein. Also ist entweder Mikkel und Jay, Dadosch und Dalu oder Mikkel und Dadosch. Also was ist mit Dadosch Jay und Dadosch und Dalu würde ein absolutes Glücksspiel sein. Ja, wäre auch weil dann müsste erstmal hätte er eine blaue weglegen müssen und dann hätte ich raten müssen, Dadosch ist bestimmt der andere der Fascho. Aber du hättest dich doch revealen können als Fascho gegenüber Hitler, wenn du dann die blaue wie denn schmeißt. Ja, aber genau als Fascho gegenüber Hitler, aber dann hätte der andere doch, wenn der andere nicht böse gewesen wäre, gesagt, Moment, ich habe doch 2 blaue. Ja, als Fascho weißt du ja, dass Dadosch Hitler ist, wenn Dadosch Hitler ist. Du weißt ja, du kriegst gerade schon Hitler. So rum stimmt das. Kriegst du eine blaue und eine rote. Aber dann weiß Dadosch nicht, dass Dalu verschwunden ist. Nee, aber dann weiß Dadosch. Ja, aber doch, dann weiß Dadosch das. Doch, dann weiß Dadosch das. Ja, dann wird Dadosch nicht reinrufen. Das ist ja ein Fascho. Wieso wirfst du da eine rote? Habe ich zuerst gesagt, dass da. Ich glaube, ich habe zuerst gesagt, dass er 2 bekommen hat. Ich weiß aber nicht ist ja genau, egal. Aber ist, ja, aber das so wäre es wirklich. Ja, das wäre super risky halt. Nein, das wäre nicht risky. So kannst du dich doch perfekt als Fascho gegenüber Hitler revealen. Ja, also ja, es ist möglich. Also es geht jetzt aber darum, wen Sepp wählt, weil er darf natürlich nicht den Hitler wählen. Genau. Also wir dürfen nicht den Hitler wählen. Also ich glaube, Peter zum Beispiel ist nicht Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich ist nicht Peter, doch, du hast was gemacht, Peter. Du hast gerade eine rote gelegt. Ja, richtig. Oh, Moment. Und am Anfang mit mir halt die blaue, gut, das ist irrelevant. Aber wenn du Hitler wärst und du hättest mit Jay
jeweils da zwei blaue weggemacht oder überhaupt eine blaue weggemacht, dann glaube ich nicht, dass du die rote gelegt hättest. Oder aber Jay hätte dir die Wahl gelassen, eine blaue zu legen, damit du halt proven bist. Deshalb glaube ich nicht, dass Peter schon mal Hitler ist. Aber durch Mickels Call kann ich nur maximal Fascho sein, nicht Hitler, richtig? Richtig. Weil ich mich ja nicht dem Fascho revealen kann. Wie Dalo dafür, tatsächlich. Würde ich auch sagen. Wäre ich auch so ein bisschen dabei. Find, okay, dann erklärt mir das nochmal kurz mit Mickels Call. Okay, pass auf, Peter. Ich habe was Kluges gesagt. Ja, das hat er wirklich. Ich musste lange drüber nachdenken. Wenn, es hieß ja, dass entweder zwei von den Leuten hier eine blaue weggelegt haben oder, also entweder Mikkel und Peter oder halt wer auch immer, die die Karten gegeben hatte, und Dadosch und ich. Wenn Dadosch Hitler ist und ich Fascho, dann weiß ich ja, dass er Hitler ist und ich lege einfach eine blaue weg. Ja. Korrekt? Wenn Dadosch Fascho ist und ich Hitler, dann kann ich das nicht machen, weil ich nicht weiß, korrekt, ob er böse ist. Genau. Richtig. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, oder gibt es sie, dass du Hitler bist und irgendein anderer an diesem Tisch Fascho ist. Das heißt, ich hatte wirklich drei Karten und hab sie dir gegeben. Ja, nein, da, ja genau, aber und dann sind aber wir da wieder bei der, dann sind wir wieder bei der, bei diesem Ding, wo sind die Blauen verschwunden und das kann ich nicht gewesen sein. Genau. Sehe ich auch so. Nee, dann, ja, keine Ahnung, ob ich da jetzt einen Brain-Lag habe, aber ich würde auch sagen, dass wir Dalo als Kanzler nehmen sollten. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie anders gegen argumentieren könnte, wenn ich es wollen würde. Ich finde das logisch. Ich glaube, Dalo ist Fascho. Ja, also ja, aber Dalo Fascho wäre egal. Das wäre aber egal. Das wäre egal. Weil der ist rot. Scheiße, Mann, ich habe mich wieder falsch hingesetzt. Nee, Dalo, das ist okay. Also die Argumentation klingt sehr vernünftig. Das Einzige, was mich gerade verwirrt, ist, dass zu wenig Leute dagegen argumentieren. Na, was wollen Sie gegen Logik sagen? Ist, oder? Ja, also, ich hab nachgedacht und das. In dem Fall ist das Gegenargumentieren schwer, weil hier gerade nur Fakten auf dem Tisch liegen. Ich war nicht dran sonst. Ja. Und vor allem, wenn wirklich drei liegen, also wenn wirklich drei Rote kommen, ist es ja erstmal primär den Faschos egal, in Anführungsstrichen. Sie sind auf der sicheren Seite, weil eine Rote kommen wird. Sie können ja auch hoffen, dass noch ein Liberaler dann stirbt. Genau. Das wird vielleicht auch kein Fascho, kein Fascho wird je was dagegen sagen, weil vielleicht Sepp der Fascho ist. Mhm. Okay. Wir gucken mal. Ich wollte es nur sagen. Ja, ja, nee, aber ihr habt das, ich beuge mich. Okay, jetzt haben wir dann aber jetzt haben wir aber trotzdem. Hey, habe ich schon vorhin? Wir haben noch ein anderes Problem. Ich habe nie gemuckt. Wenn ich gewählt werde und Jay hat natürlich nicht gelogen, warum sollte er, sonst ist er raus. Dann kommen drei Rote. Ich lege ja eine Rote dann. Dann musst du schießen. Genau. Ja, dich ja dann. Warum? Strafe. Das ist richtig, Dalu. Das ist richtig. Also da kommen wir ja nicht drum rum. Cool. Und da finde ich, also deshalb wollten wir Micha als Präsident nehmen, weil das kleine Rübel sind, ist, weil bei mir zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ich liberal bin, am höchsten ist. Sodass wir dann hoffentlich vernünftig ausdiskutieren können. Genau, aber wer steht überhaupt zur Wahl? Wer steht denn als potenziell böse da? Das würde ich genauso wie Mikkel und ich, weil ich hab, weißt du, weil ich zwei Rote gelegt hab, siehst du, das ist so scheiße. Auch, kann unlucky sein, kann aber auch so sein, dass du halt einfach Pech hattest und trotzdem Fascho bist. Das ist geil. Warum? Ich finde das einfach scheiße. Mit meinem Wissen. Wow. Das ist doch kacke. Menno. Mit meinem Wissen. Weißt du, nur weil ich die ganze Zeit irgendwelche scheiß Pech habe. Ja, so ist das im Leben. Warten wir noch 5 Minuten, bis er sich... Ja, aber, also was soll ich denn machen für dich? Ja, keine Ahnung. Was weiß ich versuche halt irgendwie noch smart zu spielen, solange ich kann. Du musst für dich kämpfen wie eine Löwenmutter. Ich hab schon halb aufgegeben, weil jeder gegen den Tisch gegen mich ist. Aber keiner redet doch gegen dich. Keiner hat doch was gegen dich. Ja, natürlich hat keiner ein Problem. Natürlich hat keiner ein Problem dagegen, weil ja zwei Faschos noch da sind und drei Dulli-Liberale, die mich auch töten wollen. Das will ich jetzt erschossen, Jay. Ja. Nein, jetzt hab ich gekämpft dafür. Und wir schießen deswegen auf Dadosch. Schießen wir auf Mickel. Ich zeige mit den Fingern auf euch, mit meinem Skelett, wenn ihr mich erschießt. Dann schießen wir auf Mickel. Jay hat schon recht. Komm, wir schießen auf Dadosch. Ich bin eh bei Mickel. Also wir schießen Mickel auf Dadosch, weil Dalu ist der
Jetzt muss ich wieder nachdenken. Was passiert denn da? Dalu ist der Fascho, der sich. Wir sind fünf Schritte im Voraus. Ja, können wir das revealed machen lassen, ob da wirklich drei rote sind? Ja. Ja, also da kann Jay nicht gelassen. Wenn Jay da. Nee, komm, wir machen das jetzt einen Masterplan gehabt, der nicht aufgeht. Oh, selbst skippen. Ah, nee, nein, das funktioniert auch nicht. Wir machen das jetzt erstmal. Versuch's nicht zu zerdenken, bitte, Peter. Wir gehen mit unseren Verteidigungsreden. Es kann nur scheiße werden jetzt, ey. Das gibt's doch nicht. Endlich mal was Vernünftiges. Damit auch jeder hier nein. Ah, Leute, ey. Ist klar. Ihr wollt auch verlieren, glaube ich, ne? Ich glaube auch, Mikkel. Okay, also ich frage nochmal nach, ja? Damit Was will ich für den Finisher machen? Also ich frage nach, ja, ne? Damit nicht hier, ach ja, schnell Dalu wählen. Ja, ich frage nee, mach nicht. Also pass auf, die Alternativen wären dann Mikkel und Dadosch. Nee, es geht erstmal darum zu wählen. Ja, ja, nein. Jetzt geht es nur darum. Nur Mikkel, Dadosch und ich sind gerade offen. Das heißt, Mikkel oder Dadosch wäre auch noch eine Option. Ja, nee. Also für mich ist Dalu eher der Fascho und Dadosch eher der Hitler. Ach, sei ruhig, Mikkel. Ja, aber deshalb dürfen wir Dadosch nicht wählen und Dalu können wir wählen. Ja, Dalu ist die einzig sinnvolle Wahl. Und wenn er jetzt wirklich Hitler ist, dann würde ich das erklärt haben, wie das sein kann. Bei Mikkel kann halt alles sein. Und also spricht eigentlich eher was für Dalu. Kann halt sein, dass du dadurch liberal bist und Dalu halt Hitler und von den zwei Rote bekommen hat. Ja, aber es müssen ja trotzdem vorher Karten verschwunden sein. Da müssen die Karten, die Karten habe ich ja nie verschwinden lassen. Ja, bei mir ich war nicht dran. Sepp und ich haben also zwei halt, logischerweise. Ja, das wissen wir ja. Zwei. Das sein. Mikkel hat eine als der Fascho und Dalu ist der Hitler. Also es würde... Würde kommen, gehen. Dann würde wäre gehen. Mikkel aber nicht durchgehend das gegen Problem ist, dass er ist ja der absolute Hater. Ja. Also theoretisch geht das alles. Aber das Wahrscheinlichste... Kann halt alles sein. Nee, aber das Wahrscheinlichste ist es nicht, würde ich behaupten. Ja. Ich habe auch schon ein paar kluge Sachen gesagt. Das mache ich als Fascho eigentlich. Das ist tatsächlich die smarteste Entscheidung. Also ich glaube, so von rein von der Wahrscheinlichkeit ist... Dalu am unwahrscheinlichsten. Dann hätte ich auch das mit dem Schießen jetzt am Ende nicht erwähnt, wenn es mir egal gewesen wäre. Ja, wenn du eh gewinnst, dann ist dir das egal. Das Ding ist, war Dalu jemals Hitler in den Runden? Doch, 2019 mit Feder. 1945. Weil er kämpft wirklich so wie sonst immer, wenn er halt liberal war, meiner Erinnerung nach. Das erste Mal ist, dass ich kämpfen kann und eine Chance habe, dass mir wer zuhört. Wieso, weil Bram nicht da ist? Ich würde auch sagen, die einzige Wahl ist Dalu. Dalu, was willst du denn, auf wen geschossen wird? Dann. Ja, das kommt dann. Nein, das wird mich sehr interessieren. Was der Tisch will, ist relevant. So, also, ja, wahrscheinlich auf Mikkel oder mich. Also unabhängig jetzt von eurem Gespräch, wir hatten das Thema gerade schon. Ausgehen. Deswegen hatte ich ja auch gerade schon gefragt, also bevor wir überhaupt gewählt haben, auf wen überhaupt geschossen wird. Weil geschossen wird eh beim nächsten Mal, wenn Jay nicht gelogen hat. Und es gibt keinen Grund zu lügen mit drei Roten. So. Naja, doch, wenn einer von euch... Fascho wäre. Genau, okay, pass auf, die einzige Möglichkeit zu wählen, dann ist aber eh vorbei, weil das wäre super gefährlich. Jay sagt, da kommen drei Rote. Das sagt er dann nur, weil ich sein Kollege bin. Jetzt haben wir aber geskippt und wir haben das gemacht. Du siehst jetzt, da ist eine blaue bei. Die sollte ich ja verschwinden lassen. Dann ist ja vorbei. Genau. Dann sind ja beide raus. Vielleicht hat er mit dem Skippen nicht nach. Nein, das ist Jay. Es sei denn, du bist Hitler und das war dein Masterplan, dass du zweimal skippst und dann erkannt. Ich hab das doch nicht mal. Das hat aber Sepp vorgeschlagen. Dann hast du aber auch verdient gewonnen. Ja, dann hast du, also wie gesagt. Also dann hat Jay aber auch einen richtig heftigen Move mit Dalu gemacht. Ich möchte, weil das gerade angesprochen wurde, nochmal daran erinnern, dass alle, die gleich die Karten ziehen, die Schnauze halten müssen, bis gelegt wurde. Ja. Eine Andeutung. Falls Sepp gleich sieht, oh, da ist ja eine blaue. Achso, also ja, keine Reaktion. Ja. Okay. Erstmal müssen wir gucken, dass wenn da irgendjemand nicht Hitler ist. Ja, dann hau ihn den Kanzler hin und dann gucken wir mal. Okay. Da sind wir uns jetzt einig, ne? Okay, das Dalu? Das wird eine Katastrophe. Ich will nicht, dass das Spiel jetzt vorbei wird. Ja. Oh, wie, Dalu, das ist Dalu, komm, ey, du bist doch mein Freund. Ja, wer dann liberaler Freund. Nein, alle Jahren, das wird nichts. Ja! Ihr Ficker! Ja! Da ist er doch, ihr Ficker! Meine Fresse, Dalu, wir sind so am Arsch gewesen. Wir sind so am Arsch gewesen. Ich hab's doch gesagt und dann Alter, Dalu, das war so gut von dir, Dalu. Und Alter, Vater.
Aber da, Lukas, das war so ein Masterplan von dir. Du warst so gut. Ich hätte mal gerne interessiert. Ich hab echt Angst gehabt. Haben wir beide wirklich drei rote gezogen jeweils? Ich habe eine blaue verschwinden lassen, natürlich. Ja, ich hab eine rote gehabt, also. Ich hab genau das sogar am Ende noch gesagt. Und das wurde einfach ganz schnell, weil dann plötzlich, ja, nee, darüber reden wir jetzt nicht auch noch. Nee, das ist nicht drin. Was meinst du? Ja, ich hab am Ende gesagt, das mit Jay und da. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit war da am geringsten. Ja, natürlich. Also dadurch, ja, das war uns ja auch bewusst, aber die Wahrscheinlichkeit war da halt echt am geringsten. Ich kam unglaublich gut durch. Ich war Hitler, ich hatte nie was gemacht am Anfang, ich konnte nichts legen. Ich wurde sogar geskippt dank Mikkel. Mikkel hat mich geskippt, ich war nie dran. Ja. Dann hast du von mir sogar halt zwei rote noch gekriegt. Also ich konnte nichts machen. Alter, als Jay gesagt hat, da kommen drei rote und ich sag noch, er könnte gelogen haben, wenn Dalu der andere Fasche ist. Ja, das ist das Problem, weil ich wollte halt sagen, oh ja, guck mal, Dalu, du darfst jetzt schießen. Die Blaue wohl weggehen. Ja. Und dass er Fascho war, also das klang, ich weiß nicht, wie er sonst spielt, weil ich habe, glaube ich, fast immer nur gespielt, wenn er Fascho war, aber es war so typisch, dass er so eine kleine Mimose ist. Ja, aber ich dachte eher, dass Mikkel und Jay sind, wirklich. Jay war ich mir auch relativ. Also, das hätte mich überrascht, wenn er es nicht ist. Ich meine, die Chance ist ja auch sehr hoch, dass Mikkel es ist. Also, ich wusste, dass Mikkel liberal ist, weil ich böse war. Ja gut. Das ist immer so. Ja, gut gespielt. Also, das war mega stark. Wir haben alles ausdiskutiert, wir haben nach den Wahrscheinlichkeiten gespielt und was willst du machen? Der einzige, es war wirklich glücklich, also beziehungsweise es war gut, dass dann quasi Peter und meine Wahl durchgegangen ist, weswegen dann quasi Peter geblockt wurde und dann nur noch Dalu, Dadosch und Mikkel offen blieben. Ja, das stimmt. Für den theoretischen Skip. Ich hatte aber gehofft, dass wir nicht skippen und einfach weiterspielen. Und ich dann Dalu zeige, dass ich sein Kollege bin und er schießen kann. Das war mein ursprünglicher Plan, aber war ein bisschen glücklich. Da war eine blaue bei den dreien dabei, Jay? Ja, wäre eine blaue gekommen. Das wäre böse geworden. Das wäre sogar die erste gewesen. Also wenn wir noch einmal geskippt waren, die zweite. Okay, ja, gut. Wir hätten einfach so gewonnen, das wäre so gut gewesen. Ja, ich weiß nicht. Mikkel wäre hart am Sack gewesen. Selbst wenn ich erschossen worden wäre. Ja. Und Dalu hätte, ich habe alles dafür gegeben, dann irgendwann auf. Nee, es wäre ja eine rote gekommen, es wäre ja eine blaue gekommen, wenn es durchgegangen wäre. Nein, das Schlaue. Was, wenn Sepp gesehen hätte, dass da blau-rot-rot ist, dann hätte ich an Sepps Stelle die, geht ja nicht. Nee, du kennst auch, du wärst safe der andere dann auch gewesen. Wenn ich nur Fascho wäre und er Hitler. Aber das konnte er gar nicht wissen. Also das hätte er so oder so, das ging ja nur so. Die einzige Möglichkeit, um das zu callen, war, weil sonst hätte Sepp die blaue weglegen können. Damit er auf jeden Fall den Schuss bekommt. Ich hätte aber auch spielen können. Und kann dann Hitler erschießen. Ich habe mir schon da zurechtgelegt, dass selbst wenn Sepp rot gelegt hätte, hätte ich gesagt, Sepp ist Fascho, weil da war eine blaue drin. Das habe ich euch aber nicht verraten. Das andere wäre gewesen, Sepp ist safe liberal, weil da ist eine blaue drin. Ja, das habe ich mir so zurechtgelegt. Ja, kommt halt drauf an. Nee, du wärst safe Fascho gewesen. Ja, okay. Ich habe es mir so zumindest schon zurechtgelegt, dass ich eine Ausrede habe. Und Dalu wäre der andere Fascho gewesen. Ja, nein. Nehmen wir an, da Jay wäre liberal und sagt, da kommen drei Rote. Und ich bin jetzt Hitler, bin dran und sehe, haha, da kommen drei Rote, ich verstehe schon. Ich lege die Blaue weg, dann wäre ich am Arsch gewesen. Weil dann wäre ich auf den Bait reingefallen. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Also es sind einige Möglichkeiten, die ich mir hat offen gelassen, aber die wären halt wahrscheinlich mehr komplett gelöst worden. Das war einfach unfassbar gut von euch beiden gespielt. Also das war echt stark. Ich wäre vom Mob gelöst worden, wenn die Blaue gekommen wäre. Ganz herausgefunden, wo wir es hätten merken können. Nee, also, schwierig. Ich hab's nicht gemerkt. Also, ja. Also, die drei Blauen haben halt gebumst. War halt nicht so hoch bei ihnen. Dalu hat halt das perfekte Spiel für Hitler. Und ich glaube, es gibt halt keine andere Option, den Kanzler zu. Also, ich glaube, alle anderen Optionen wären schlechter gewesen. Ja, würde ich auch sagen. Aber das lesen wir dann in den Kommentaren, wo wir es verpassen. Ja, wenn mein Vote durchgegangen wäre, wenn ich einen gevotet hätte, dann wäre es noch weitergegangen. Die drei Blauen haben euch halt auch ziemlich hart gebumst als Liberal. Also da war schon, das war schon so ein richtiger Freifahrtsschein. Ja, und Mikkel, hattest du am Anfang Sorge, dass du neu ziehen musst? Nee. Nee, es war wirklich nur die Überraschung, so, ich dachte, jetzt hat Peter da revealed. Ich dachte, weil das du willst ja auf gar keinen Fall Hitler sein. Sehr, sehr geile Runde. Ja, gut Job. Abgefahren. Auf jeden Fall endlich mal Dalu und ich in einem Team. Ja, und ich habe nicht gegen Dalu geredet an der Stelle. Und das war eine sehr schöne Runde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.